Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3 mit der Dynastie und dem Haus Marburg und dem derzeitigen Dynastieoberhaupt Herzog Ernst von Hessen. Stolz steht er da. Hatte der letztes Mal auch schon was Goldenes an? Weiß ich gar nicht, aber sieht schon ein bisschen protziger aus. Naja gut, soll er machen. Warum auch nicht? Immerhin hat er die Macht. Er ist, wie schon sein Vater, im kaiserlichen Rat. Er ist, ja, steht eigentlich, ich glaube, der sitzt ganz fest im Sattel. Ich meine, wir haben zwar eine Fraktion, die beiden Michaels, die der Vater noch einsetzte einst, wollen irgendwie weniger Lehnsautorität. Und auf der anderen Seite haben wir hier auch durch unsere Ehegelübde zumindest ein paar Grafen und Familienbande, die anscheinend deswegen nicht erlaubt ist, eine Fraktion zu gründen oder beizutreten. Ja, okay, ist doch schön. Habe ich eigentlich Druckmittel? Ah, vielleicht liegt es auch daran. Nee, Druckmittel gegen euch, Bürgermeisterin und ein Simon. Hallo Simon. Und ich habe Druckmittel gegen meine Affäre und die Kinder meiner anderen Affäre, weil das ist jetzt, mit der ist es ja jetzt irgendwie schon bekannt. Ja, okay, das ist ein bisschen seltsam. Also, braucht's nicht. Achso, ich erinnere mich, ich bin gerade wieder im Positiven gelandet. Ja, hier, meine Frau mag mich. Also es hat wohl was gebraucht. Jetzt ist es passiert. Es bringt wohl was, dass wir uns hier ruhig und demütig gezeigt haben. Sowohl hier als auch da. Wir haben einen neuen Kaiser. Es ist Kaiser Przemyslaw, der uns nicht mag, obwohl, wohlgemerkt, obwohl wir ihm eigentlich, wir ihn eigentlich unterstützt haben. Und was ich nicht gemerkt habe, oder ist das ein anderer? Habe ich den gar nicht unterstützt. Das ist doch dieser Rogalla, das ist doch der Neffe und einen anderen, oder hatten wir den? Nee. Wir hatten schon Przemyslaw unterstützt. Wie dem auch sei. Ich muss kurz schauen. Graf von Nassau. Und wer ist jetzt bitteschön Graf von Waldeck geworden? Ach, auch der hat schon beides bekommen. Okay, ja, also, hier ist es jetzt ein freier Reichsgraf, der Cousin des Kaisers, ein Pernstein. Ja, jetzt könnten wir uns da rein theoretisch drauf stürzen und der hat aber auch nur Würzburg. Würzburg war doch mal größer. Wo ist doch jetzt alles abgeblieben? Hat auch nur zwei Titel, Würzburg und Heiliges Römisches Reich. Coburg ist wieder ein Fürstbistum geworden. Wildberg ging an Graf Ratibor, Leuchtenberg Graf Treuden. Der ist dafür jetzt sehr mächtig, der Graf von Hohenlohe. Oha, mit Bamberg und Leuchtenburg und Nürnberg. Ja, gut. Nachfolger nominieren, huldigen. Sind wir denn noch im Rat? Nee, das darf jetzt alles neu besetzt werden. Das heißt, wir huldigen dem Kaiser natürlich sofort. Weil ich gerade kein Geld habe. Gibt's, ich fände es ja witzig, genau, es geht gar nicht, wenn wir Artefakte verschenken könnten, die ich nicht mehr brauche. Geht allerdings nicht, deswegen machen wir jetzt das einfach so, den Kniefall. Hier wird das Ganze aufgesagt, Zeremonie ist irgendwann abgeschlossen, ich darf mich erheben und man ist zufrieden mit mir. Prestige und Bekanntheit für uns. Und hier können wir einen weiteren Nachfolger nominieren und ich bleibe... Muss man sofort jemanden nominieren? Ist das üblich? Weiß ich nicht. Ja, mein Schwager, by the way. Jetzt hier sind es Herzöge. Derzeit sind ein paar Herzöge am Machen. Warum? Warum Herzöge und nicht, wie ich noch vor ein, zwei Folgen ausgeführt habe, irgendwie die direkten Nachkommen des Kaisers selbst? Sie werden nicht bedacht. Sie sind nicht wirklich berücksichtigt derzeit. Finde ich, wie gesagt, schwierig. Wir enthalten uns erstmal jeder weiteren Stimme. By the way, wie vermutet auch als einflussreicher Vasall, der ich auch bin, wieder plus 3. Gut. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie das jetzt in naher Zukunft weitergeht mit dem Kaiser. Graf Ferdinand wurde gut beeinflusst. Cousine Königin Elisabeth von Frankreich wurde freigelassen. Und wir haben jetzt Bürgermeister Ingeltrude. Sie hat mich erpresst. Kann ich freigelassen werden? Oh. Das ist übel.
Kann ich den Titel aberkennen? Ah, ich würde sagen, wir machen das. ja, weil ich lasse mich einfach nicht erpressen. Wann verstehen die das auch, dass ich das nicht zulasse? Ich verstehe nicht, warum die das nicht verstehen. Aber guck mal hier, Graf Adalhard von Klingenberg ist ja erwachsen geworden und entpuppt sich als hervorragender Verwalter. Und er ist nicht nur ein Vasall von mir, sondern auch rein theoretisch auch, ja, mein Schwiegersohn. Das heißt, es passt eigentlich ganz gut, wenn ich ihm gestatte, neuer Ratsverwalter zu werden. Dank Bürgermeisterin Ingeltrud, die sich natürlich hier einen Bärendienst erwiesen hat. Ja, das will ich immer noch nicht machen. Es wurde Lauterbach an jemanden vergeben. Vergeben an? Das ist ein Stadtbesitztum, genau deswegen müsste es Hugo Rübsamen, Ratskanzler von Graf Ferdinand. Das heißt, wir könnten mal wieder ein bisschen Anspruch, also Isteban. Esteban, du hast dich als sehr treu erwiesen. Du bekommst Lauterbach. Glückwunsch, mein Freund. Glückwunsch. Deine Dienste sind nicht unbemerkt geblieben. Hat er schon gut gemacht. Trotzdem hätte ich gerne Leibwächter. Und diesmal wird's Aldebert. 46 schon. Aber er mag mich. Und er ist als durchschnittlich geeignet, obwohl er nur 12 hat. Naja, gut. Aber er ist der jüngste übrigens der Kandidaten. Deswegen nehme ich ihn. Ach so, ja, der Seneschall ist ja auch frei geworden, nachdem mein Bruder verstorben ist. Hier können wir meine Affäre. Da habe ich ja quasi nichts gelernt, wenn ich jetzt meine Affäre. Nee, das kann ich nicht bringen. Es wird tatsächlich. Sind alle nicht so geeignet, ne? Wobei hier steht durchschnittlich. Frieda ist doch bald weg. Barbara nicht. Dann darfst du noch die hier sein und Nachfolger nominieren machen wir nicht. Fraktion gegen Kaiser Przemysław geschaffen. Der wird jetzt auch eine Weile dran sein. 32, ne? Der ist ja deutlich jünger als ich. Und genau, er bietet mir an, Ratsverwalter zu werden. Das heißt, er ist da ein bisschen ja, weitsichtiger als mal sein Vater und setzt hier zumindest mich auf die richtige Position. Bei den anderen bin ich mir nicht ganz so sicher. 36 Bildung. Hey, naja, gut, das ist das Beste, was ich sonst noch kann, ist tatsächlich Diplomatie. Ja, hier wäre allerhöchstens eigentlich noch Verwaltung gut gewesen, aber da gab es einen besseren, nämlich mich. Ja, und der kann gar nichts. Dafür, dass er ständig irgendwelche Fraktionen gründet, muss man zugeben, der kann nichts wirklich gut. Jo, das schon mal. Ich hätte gerne von meinem Kaiser, mein lieber Kaiser, jetzt mal so unter uns. Ich weiß nicht, kann ich. Ach, Scheunen- und Speicherhäuser in Marburg gebaut. Nee, man kann das nicht einfordern, oder? Oh, doch, da passiert was. Vasall verleihen. Genau das wollte ich nämlich einfordern. Jetzt bietet er es mir an. Ich habe mich entschieden, Prinz Wilbert von das Heilige Römische Reich zu eurem Vasallen zu machen. Das finde ich gut. Vasall. Bums, Leute. So sieht es nämlich aus. Das auf der einen Seite wunderbar, auf der anderen Seite schwierig. Es ist ein Pernstein. Und ich finde das gut, weil wir erinnern uns, die Pernsteiner waren ja auch einst gute Freunde des Hauses Marburg. Da gab es einen sehr treuen, starken Ratsmarschall einst. Ein junger Mann, ich glaube auch Michael oder so, Martin, Michael von Pernstein. Und hier ist es zumindest die gleiche Dynastie. Wir suchen den guten Mann jetzt. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Guck mal, das sehe ich doch jetzt schon nicht, dass wir irgendwo. Das ist wahrscheinlich gar nicht die gleiche Dynastie. Die heißen einfach beides. Wappen ist gleich. Kann ich nicht sagen. Es wäre ein krasser Zufall. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier auf jeden Fall einen Pernstein. Keinen Rogalla mehr. Allerdings noch mit heiligem Anspruch auf das Heilige Römische Reich. Das ist ein bisschen ein Problem, weil er quasi irgendwann mal wieder oder seine Nachkommen, weiß ich nicht, auf den reichsrömischen Thron kommen könnten. Nee, der schon nicht mehr. Also ab hier habe ich damit kein Problem, dass Nassau und Waldeck einem anderen Grafen gehören. Jetzt bin ich noch ein bisschen unsicher, aber grundsätzlich alles gut. Ja, keine Petition ist nicht
Möglich. Herzogtum von Westfalen könnte jetzt geschaffen werden. Mache ich nicht, weil das dumm ist. Denn Spielregeln, man kann ohne Malus nicht mehr als zwei Herzogtümer halten. Habe ich nur mehr als zwei Herzogtümer, müsste ich König werden, um diesen Malus loszuwerden. Dafür müsste ich unabhängig sein. Und das wäre spieltechnisch möglich. Kann ich gegen den Unabhängigkeitskrieg, Bums, ja, wird knapp. Versuche ich noch irgendwie den Engländer dazu zu bekommen oder den Franzose, wird sogar funktionieren. Mache ich aber auch einfach nicht, würde ich auch nicht forcieren, denn nee. Also, nee. Habe ich schon lange genug darüber gesprochen. Sehe ich bei Ernst einfach nicht. Hier ist jetzt gerade ganz viel fertig gebaut. Ich kann aber gar nichts bauen ohne Geld. Aber ich mache jetzt richtig Asche. Und deswegen warten wir noch mal ein bisschen. Herzog Scheppan hat den Krieg gewonnen gegen Graf Karel von Gutland. Na gut, ja. Vogtland, nicht Gutland. Vogtland. Stand da, glaube ich. Oder? Jetzt bin ich verwirrt. Ist mir egal. Hohe Lehnsautorität. Jetzt können wir auch untereinander nicht angreifen, wenn ich das richtig sehe, oder? Genau, geht nicht. Es sei denn, ich hätte ein Druckmittel. Auch interessant. Auch hier wieder, wenn ich mich jetzt innerhalb des Reiches ausbreiten möchte, Lothringen, übrigens gehört nicht dazu, ginge das nur über Druckmittel. Verwaltungsvorzug verfügbar. Ja, genau, da wollte ich gucken. Spracherwerb, Kumpelotsperre oder Großaufgebot. Machen wir erstmal das da. Und hier sehen wir noch, Kliment hat gewonnen gegen Herr Helene von Ostfalen. Ist er jetzt noch größer geworden? Ne, auch umgekehrt. Egal. Ja, bei einem Empfang von Edelleuten aus nahen und fernen Reichen ergeben sich Gelegenheiten, allen zu zeigen, was für ein großartiger Mensch mein Vasall Graf Ferdinand ist. Ja, das ist er wirklich. Ein großartiger Typ. Ihr setzt 75 Prestige ein, um das zu behaupten. Na gut, okay. Mein Druckmittel gegen Herzog Nikolaus ist verfallen. Auch okay. Und jetzt natürlich, warte mal wieder an der Stelle. Oh, mehr Kontrolle in Arnsberg. Haben wir jetzt wieder überall Kontrolle? Ja, perfekt. Was noch ganz wichtig ist. Jetzt bin ich natürlich hier ein Vasall und kann mal gucken. Stimmergebnis derzeit. Graf Gottfried von Lüttich, bitte dich. Ach, es ist ein Salier. Oh, man hat jetzt wohl ein bisschen genug von den Rogallas, aber hier auch schon drei für den Prinzen. Na also, da ist es doch auch, das, was ich gemeint habe. Und das würde ich tatsächlich mitmachen. Der Kaiser hat mich jetzt gut belohnt. Er hat mir einen Vasallen gegeben, mich damit noch deutlich mächtiger gemacht. Er hat mir einen Ratsposten angeboten, der sehr, sehr stark ist. Also, für mich quasi gibt es hier keinen Grund, nicht weiterhin jetzt auch dieser Dynastie doch Treue zu schwören, ne? Nachdem wir jetzt hier, das sieht schon geil aus. Also es sieht aus, als wäre Hessen das derzeit mächtigste Bundesland, ja, das derzeit mächtigste Herzogtum innerhalb des Reiches. Und ich würde schon fast sagen, wir können es mit Lothringen auf jeden Fall aufnehmen, oder? Ja, easy, easy, hey. Ansprüche von Herzogin Salomea, das ist doch mal ein Punkt, den würde ich tatsächlich mir überlegen. Ich meine, klar, das ist irgendwo da hinten, das brauche ich eigentlich wiederum nicht, aber Salomea ist natürlich noch so ein bisschen, nur eigentlich ist es gar nicht mehr, eigentlich ist sie wieder voll zufrieden mit mir. Aber trotzdem, das wäre noch so was, wo ich rollenspielerisch sagen könnte, ey, ich will was gut machen, ich gebe meiner Frau, hier versuche ich ihre Ansprüche durchzusetzen. Das wäre schon schwer in Ordnung. Und gleichzeitig überlege ich auch mehr und mehr, meine Ansprüche durchzusetzen. Jetzt habe ich so viel darüber geredet, aber es ist einfach lustig. Ich will irgendwas machen, Leute. Das ist das größte Problem. Ja, Shepard hat Krieg gewonnen. Der gewinnt gerade viel. Auch der wird mächtiger. Schauen wir der Wahrheit ins Gesicht. Er wird enorm mächtiger. Und ein Komplott bei Hofe aufgedeckt durch meinen sehr fähigen Ratsspitzel. Deswegen auch die Belohnung mit den Ländereien. Oh, aber es wurde ein Komplott gegen mich aufgedeckt. Natürlich müssen wir den Übeltäter finden. Aber das bedeutet, ich fühle mich gerade ein bisschen angreifbar, ein bisschen verletzlich.
Okay, einen Moment. Euer Ratsmitglied Girinir ist verstorben. Und ich habe die Erbschaft, die Grafschaft Dürn geerbt und ein Jade-Anhänger. Und ein Handbuch der Sprachen. Wow, doch so viel. Ratsmarschall, bitte. Wer erweist sich als fähig? Graf Balderich, Graf Ferdinand. Mit 74 wirst du keiner. Nee, da tut mir leid. Graf Michael, bist du eigentlich noch in der Fraktion? Nö. Also der andere Michael, aber nicht mein Michael jetzt. Also nicht der. Na, ihr wisst schon. Dann würde ich tatsächlich darauf verzichten, ihn zu nehmen, sondern den Riesen hier. Ja, eifrige Frohnatur, wir verstehen uns ganz gut, aber das ist ja auch mein Schwiegerschwagersohn. Sein Bruder ist, glaube ich, mit meiner Tochter verheiratet. Irgendwie so. Ja. Und das ist ja auch der. Okay, dann nehmen wir. Dann versuchen wir uns mit den Grafen von Vaihingen gut zu stellen. Wieder hier die rollenspielerische Sicht, jetzt hier den einen Punkt schlechteren zu nehmen, weil sich das auch ein bisschen besser anfühlt. Die Grafschaft Dürn dagegen behalte ich jetzt erstmal selbst, solange ich kann. Warum habe ich eigentlich 8 Dürren? Vermutlich warum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, hatte ich schon 7. Ich dachte, ich hätte 6. Na gut. Auch nicht schlecht. Und Kraftschloss auf Dithmarschen. Wer mein Gast? Und Dithmarschen, ja. Ich befürchte, ich werde dir nicht dabei helfen, den Dän ich könnte dir dabei helfen, den dänisch-schwedischen König. Nee, das ist der dänisch-schwedische König. Und da kann ich nicht helfen. Das will ich aber auch nicht. Tut mir leid. Mündel profitiert von Unterweisung des Ehepartners. Das ist gut. Ach so, ja. Hier, die Dinger wollte ich noch angucken. Ich habe ja hier den Jade-Anhänger. Gibt mir Frömmigkeit. Genau das, was ich brauche. Und Spracherwerb kann Plot stärken. Könnte ich mal einstatten, ne? Und ich habe übrigens Geld. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen, dass ich auf einmal richtig viel Geld habe. Und, naja. Ihr kennt ja Herzog Ernsts Meinung zu Geld. Geld ist da, um ausgegeben zu werden. Lagerköche, mehr Aufgebote. Sehr schön. Wiesbaden ausgebaut. Marburg, oh, in Marburg kann man hier noch die Kasernen bauen. Aufmarschgelände. Auch mehr Aufgebot jetzt. Nachdem ich so viel, ich mag fast 40. Gar ein bisschen auf die Truppen gehen. Kassel ja noch überragend wenig ausgebaut. Mehr Aufgebot und Geld. Wiesbaden, wie gesagt, fertig. Lautern und Speyer. Oh, Speyer hat sogar noch. Was haben wir hier? Wir haben Aufmarschgelände, wir haben die Kernburg und wir haben Quartiermeisteramt. Stuben und Speyer. Oh, Herrenhäuser haben wir noch gar nicht. Will ich haben. Wie gesagt, also wenn man halt einfach. Ich habe gerade so viel Geld, dass ich gerade nicht mehr so richtig Lust habe, mir zu überlegen, was sinnvoll ist, sondern ich mache einfach. Einfach machen. Und schon wieder richtig runtergebrochen. Hauptsitz entwickeln, Anspannung. Von wegen, ich kann jetzt. Oh, neue Kulturepoche. Spätmittelalter. Spätmittelalter, Leute, Spätmittelalter. Das ist cool. Und damit schon die letzte Epoche hier in dem Spiel. Ich muss zugeben, ich habe noch nie so lange gespielt. Primogenitor dauert auch nur 235 Jahre. 30. Hältst du so lange noch durch? 77? Das ist ein faires Ziel, oder? Komm schon, das kriegen wir hin. Haben wir das Gesetz endlich geändert. Und bis dahin brauche ich übrigens auch noch die Zustimmung meiner gesamten Vasallen. Und das ist schwieriger als gedacht tatsächlich. Hier gibt es einige, die mich nicht mögen, aber hier minus 11, 12 insgesamt, aber 11 von kurzer Herrschaft, das wird sich ja dann hoffentlich auch erledigen. Was ist passiert hier gerade? Wenn Liudolf nach Maastricht kommt zu einem Spieltreffen. Ja klar, das machen wir doch direkt. Albrecht ist verstorben. Warum stirbst du, Albrecht? Was ist hier passiert? Albrecht ist gestorben. Ach so, das ist der Bischof. Emanuel. Emanuel? Emanuel ist neu da. Der mag mich. Er ist einigermaßen fähig. Dann passt es doch. Und eine Fraktion gegen Przemysław geschaffen. Und jetzt ist die Frage, da sehe ich mich jetzt nicht mehr ganz so zuständig für. Das dürfen der Ratskanzler und der Ratsspitzel ausmachen. Ich bin natürlich in diesem Komitee mit drin, das heißt durchaus auch wichtig, aber nehmen wir uns jetzt mal ein bisschen zurück. Und den Markt besuchen muss ich leider tun. Ist einfach, habe ich gesagt, mache ich.
Ich schlendere durch den Markt in Frankfurt und freue mich wie ein kleines Kind. Stoffe, Juwelen, Gewänder und Kleinodien. Ich will alles, das kennen wir ja. Und diesmal gibt es wieder was für 255 minus 14 Anspannung. Ist gar nicht mal so viel, ne? Naja, gut. Gut, 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 gut. Das Kind ist wieder da. Ich war auf dem Markt. Jetzt mache ich nur noch 30. Naja, mal so, mal so. Ich habe auch nicht mehr so viel. Irgendwie ist ja gerade was passiert. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, was genau das Problem ist. Aber es ist immer noch mächtig genug, dass ich mich einigermaßen wohl und sicher fühle. Also das ist die Situation der Zeit. Wie jetzt auf jeden Fall mit einem neuen Höhepunkt an Macht, wie zuvor noch nicht vereint, in einer neuen Epoche. Und ich denke, das wird jetzt eine ganz, ganz spannende Zeit, die letzten, was sind das noch, 200 Jahre knapp. Mal gucken, wer da noch alles kommen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ihr hoffentlich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.